Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier aus Wien zur Seelenfreude Challenge, Tag 30 heute. Ich bin noch nicht wirklich hier. Es gab jetzt auch so ein paar Dinge hier, die nicht ganz so sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Deshalb bin ich ein bisschen am Schmunzeln. Will ich aber jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Deshalb muss ich mich noch ein bisschen sammeln. Ich habe dir versprochen, um 8 Uhr haben wir jetzt, ne? Mein Sohn filmt mich hier, also deshalb, es gibt keinen Makler heute Abend hier, wie ansonsten immer, wenn ich das Handy selbst in der Hand habe. 8 Uhr haben wir, ich habe dir versprochen, um 8 Uhr live zu sein, deshalb bin ich jetzt da. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dir eine kleine Geschichte mitgebracht, um dich zu inspirieren und ein bisschen dir, ja, dich nochmal ein bisschen wach zu rütteln, was für eine tiefe innere Weisheit du eigentlich in dir trägst. Und zwar gibt es so eine schöne Geschichte, die ist mir vor 14 Jahren das erste Mal begegnet. Verfasser ist mir leider unbekannt, wo die Götter sich überlegt haben, wo sie denn die Weisheit des Universums verstecken. Und einer der Götter kam auf die Idee, sie auf dem höchsten Berg zu verstecken. Aber den Göttern wurde recht schnell klar, dass die Menschen da ganz, ganz schnell die höchsten Berge erklimmen könnten und auch würden und dann viel zu früh, bevor sie dazu bereit wären, die Weisheit des Universums entdecken würden. Dann kam ein anderer Gott auf die Idee, sie in den tiefsten Tiefen des Meeres zu verstecken. Aber auch da wurde den Göttern recht schnell klar, dass auch da der Mensch viel zu früh die Weisheit des Universums entdecken würde, wenn er noch gar nicht so richtig bereit dazu wäre. Und dann kamen die Götter auf die Idee, die Weisheit des Universums im Menschen selbst zu verstecken. Denn da war den Göttern klar, dass der Mensch da erst suchen würde, in sich selbst, wenn er bereit dazu wäre. Und das ist meine kleine Geschichte, meine kleine Botschaft, die ich dir heute hier am Tag 30 der Seelenfreude Challenge mitgeben möchte. Was für eine tiefe innere Weisheit in dir drin ist. Was alles an Wissen in dir drin ist, was du brauchst, um deinen Seelenplan zu entdecken, um dein Ding zu machen, um dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Und du dir bislang vielleicht gar nicht so bewusst dessen bist. Und deshalb habe ich dir heute diese kleine Geschichte mitgebracht. Lass das mal auf dich wirken und lausch mal in dich hinein. Lausch mal auf dein Herz und ich würde jetzt gerne auch noch gleich so eine Chakra-Übung, Chakra-Meditation mit dir machen. Und geh gerne mal mit der mentalen Ausrichtung in diese Meditation, in diese Atemmeditation jetzt rein. Mit der tiefen inneren Weisheit zu dir Kontakt aufzunehmen. Okay, bist du bereit? Ich ziehe jetzt mal meine Brille aus. Die stört mich gerade hier. Und dann schließen wir mal gemeinsam die Augen. Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde aufnehmen kannst, die dich nährt und trägt. Wenn du sitzt, dann gerne die Hände mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann atme gerne mal so 2-3 Mal in deinem eigenen Rhythmus ganz tief aus, durch den Mund gerne. Stell dir vor, wie du dich leer machst. Lass die Schultern sinken. Und lass dich mit jedem Ausatmen in deinen Körper sinken. Sehr gut. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in diesem Augenblick, in diesem Moment hier an. Und dann nimm mal wahr, wie Stille sich ausbreitet. Wie trotz Außengeräusche Stille da ist. Lass deinen Atemstrom jetzt über deine Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt an.
Und bevor wir jetzt mit dieser Chakra-Atmung beginnen, lade ich dich nochmal ein, dich mental auszurichten, dass du jetzt mal mit deiner tiefen inneren Weisheit in Kontakt kommst. Auf welche Art und Weise sich diese tiefe innere Weisheit dir jetzt auch offenbaren möchte, geh mal ganz frei, ohne Erwartungshaltung ran. Einfach nur vorstellen, wie du jetzt mit deiner tiefen inneren Weisheit Kontakt aufnimmst. Und dann lass einfach das geschehen, was geschehen möchte. Der Atemstrom fließt durch die Nase ganz leicht und frei ein und aus. Sorry. Der Atemstrom fließt ganz leicht und frei ein und aus. Trotz Ablenkungen sind wir jetzt ganz bei uns hier, in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier. Vielleicht magst du gerade diese Ablenkungen, die jetzt gerade da sind, vielleicht durch die Geräusche, vielleicht durchs Telefon, vielleicht auch durch Geräusche, die in deiner eigenen Umgebung jetzt sind, als Einladung ansehen, erst recht dich mental auf dich selbst zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit auf dich zu richten und auf deine Weisheit, die in dir verborgen ist. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Wurzelchakra zu gehen, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet. Stell dir einfach vor, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und ausströmt. Gerne verbunden mit den Gedankenenergien, das rotes Licht, Liebe und Lebensenergie, sowie Urvertrauen ganz tief ein- und wieder ausströmen. Mach das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Wenn die Gedanken abschweifen, komm immer wieder zurück zu deinem Wurzelchakra. Und lass deinen Atemstrom in deiner Vorstellung, verbunden mit den Gedankenenergien, das rotes Licht, Liebe und Lebensenergie sowie Urvertrauen ganz tief ein- und wieder ausströmen. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit zum Sakralchakra, das sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel befindet. Und da lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie über dein Sakralchakra orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie einströmen, ganz tief und wieder ausströmen. Orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen in deiner Vorstellung über deinen Atem in dein Sakralchakra ein und wieder aus. Mach auch das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Und ein letztes Mal. Dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit zum Solarplexus, zum Bauchchakra, das sich eine Handbreit über dem Bauchnabel befindet. Und stell dir vor, wie gelbes Licht, Liebe und Lebensenergie über dein Bauchchakra ein- und wieder ausströmen. Mach auch das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Wenn du magst, entspann gerne auch mit jedem Ausatmen dein Bauchchakra mehr und mehr. Stell dir einfach vor, wie du mit jedem Ausatmen alle Anspannungen, die da vielleicht sind, jetzt loslässt. Sehr
sehr schön. Und ein letztes Mal. Dann gehen wir zum Herzchakra. Wenn du magst, kannst du gerne auch eine Hand oder auch beide Hände auf dein Herzchakra legen. Und dann stell dir vor, wie grünes Licht, Liebe und Lebensenergie Atemzug für Atemzug in dein Herzchakra einströmen und mit dem Ausatmen dein Chakra sich mehr und mehr öffnet. Mach auch das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Grünes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein und mit dem Ausatmen öffnet sich dein Herzchakra mehr und mehr. Sehr schön. Und ein letztes Mal. Und dann wandern wir weiter zum Kehlchakra, das sich in der Halsgrube befindet. Stell dir jetzt vor, wie hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie mit dem Einatmen in dein Kehlchakra ein- und wieder ausströmen. Und wie du so Atemzug für Atemzug auch dieses Chakra energetisierst. Mach auch das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Und nimm auch gerne vielleicht die Herausforderung an, jetzt so ganz bei dir zu sein, trotz Außengeräuschen, trotz Ablenkung. Hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie strömen über dein Halschakra ein und wieder aus. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Dann gehen wir zum Stirnchakra, das sich in der Mitte der Stirn zwischen deinen Augenbrauen befindet. Und stell dir davor, wie dunkelblaues Licht, Liebe und Lebensenergie über diesen Bereich Atemzug für Atemzug ganz tief und genüsslich ein- und wieder ausströmen. Mach auch das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Sehr schön. Und ein letztes Mal. Gehen wir mit der Aufmerksamkeit zum Kronenchakra, das sich in der Mitte deiner Schädeldecke befindet, nach oben geöffnet wird. Und stell dir vor, wie dunkel lilafarbenes Licht über dein Kronenchakra, über deinen Atemstrom ein. Verbunden mit den Energien Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein und wieder aus. Und wie du so deinem Kronenchakra erlaubst, sich mehr und mehr zu öffnen. Mach auch das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Sehr schön. Und dann lade ich dich jetzt ein, mit deiner Aufmerksamkeit in den Bereich in deinem Körper zu gehen, wo du vermutest, dass deine tiefe innere Weisheit verborgen ist. Verlass dich einfach auf den ersten Impuls, geh in den Bereich mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Körper, wo du den ersten Impuls hast, wo deine innere Weisheit verborgen ist, in deinem Körper. Und stell dir vor, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und ausströmt.
ohne Bewertung und ohne Beurteilung, ganz gleich in welchem Bereich du jetzt bist, verlass dich ganz auf deinen ersten Impuls, lass deinen Atemstrom über diesen Bereich jetzt ein- und wieder ausströmen. Beobachte mal ganz neugierig, was es jetzt in dir denkt. Vielleicht bist du verwundert, in welchem Bereich deines Körpers du jetzt bist. Vielleicht bist du auch geneigt dazu, etwas zu bewerten und zu beurteilen, aufgrund der Außengeräusche. Vielleicht bist du dazu geneigt, dich selbst jetzt für etwas zu bewerten und zu beurteilen. Beobachte einfach mal und lass deinen Atemstrom weiter über diesen Bereich ein- und wieder ausströmen. Ganz tief und genüsslich ein- und aus. Dein letztes Mal. Sehr schön. Und dann nimm nochmal einen ganz tiefen und bewussten Atemzug. Beweg deinen Körper mal. Die Schultern, die Hände, deinen ganzen Körper bewegen. Und mit dem nächsten Ausatmen öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz hellwach, topfit und voll guter Energie zurück ins Hier und ins Jetzt. Willkommen zurück. Es ging ja um deine innere Weisheit jetzt, um unsere innere Weisheit. Und ich finde es eigentlich ganz interessant. Mir war das eben gar nicht bewusst, dass hier eigentlich so viel Geräuschkulisse ist. Und während wir diese Übung jetzt gemacht haben, fand ich es ganz spannend und interessant, weil diese innere Weisheit, um die es jetzt geht, wo ich dich dazu einlade, mit dieser kleinen Geschichte deine innere Weisheit zu entdecken und damit auf deinem Seelenplan letzten Endes natürlich näher zu kommen. Wir sind ja im Alltag durch so viele Dinge immer abgelenkt tagsüber. Und vielleicht sollte das jetzt gerade so sein, dass ich ausgerechnet hier auf unserer wunderschönen Terrasse stehe, die Außengeräusche vorhin gar nicht wahrgenommen habe, dass genau das jetzt die Herausforderung und die Einladung an dich ist, so trotz vieler Ablenkungen im Außen deine innere Weisheit zu entdecken und damit deinem Seelenplan näher zu kommen. Schreib mir gerne in die Kommentare rein, was deine Gedanken dazu sind, wie, ja, diese kleine Atemübung oder die Einladung, deine innere Weisheit zu entdecken, was das so mit dir gemacht hat, gerne auch im Nachklapp. Und vielleicht magst du dich heute so zum Ausklang des Tages noch ein bisschen näher damit beschäftigen. Ich freue mich auf dein Feedback. Wir sehen uns morgen nochmal. 7.15 Uhr weiß ich jetzt noch nicht, ob das morgen früh funktioniert. Kann auch sein im Laufe des Tages. Ich poste es morgen früh auf jeden Fall hier in die Gruppe, weil wir ein bisschen umorganisieren müssen hier und der Plan für morgen noch nicht so ganz steht. Deshalb habt nur einen wunderbaren Abend und bis morgen, letzter Tag der Seelenfreude-Challenge. Ganz liebe Umarmung, bis dahin. Ciao.